Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und Frau Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier sein zu dürfen und Ihnen in den folgenden Minuten Antworten auf drei Fragen zu geben, die Sie sich allen stellen dürfen. Die erste ist, warum hat sich gerade die Schweiz für ein Finanzierungsverbot für Streumunition und Aktivisierungen, wie auch andere verbotene Waffen, entschieden? Wie gestaltet sich dieses Verbot? Und drittens, was bedeutet die getroffene Regelung für unsere Schweizer Banken? Zunächst aber, um Herr Küchenmeister die Antwort zum Stand der Ratifikation zu geben. Die Schweiz hat das Übereinkommen immer als weiteren Meilenstein nach dem Übereinkommen über Antipersonen erachtet und hat sich entsprechend in den Prozess der Verhandlung des Übereinkommens aktiv engagiert. Bundespräsidentin Micheline Garnier hat für die Schweiz die CCM am 3. Dezember 2008 in Oslo unterzeichnet, zusammen mit den anderen Staaten, die heute hier vertreten sind. Der Ratifikationsprozess wurde in der Folge umgehend lanciert. Dieser ist jedoch immer noch am Laufen und sozusagen in vollem Gang. Der erste Rat, der Ständerat, hat letzte Woche das Gesetz einstimmig unterstützt. Die Debatte im Nationalrat steht für den Dezember an. Wir hoffen, mit diesem Zeitplan 2012 die Ratifikation erfolgreich abschließen zu können. Mit der Ratifikation geht eine Revision unseres Kriegsmaterialgesetzes einher, vergleichbar mit dem deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz. Dies soll ein Strohmunitionsverbot sowie ein ausdrückliches Verbot der Finanzierung verbotener Waffen ergänzt werden. Damit sind wir tatsächlich auf dem Ziel geraten, aber was ich Ihnen heute erzähle, ist noch nicht in Kraft, sondern ist zurzeit noch in der parlamentarischen Debatte. Schweizer Parlamentarier forderten bereits 2009, das war kurz nach der Unterzeichnung des Übereinkommens, die Aufnahme eines Finanzierungsverbotes für verbotene Waffen. Der Bundesrat hielt damals zwei Dinge fest. Das eine ist, es sei zuerst zu klären, ob überhaupt eine ausdrückliche Formulierung notwendig ist. Das zweite ist, dass der Bundesrat bereits dann gesagt hat, dass ein allfälliges Finanzierungsverbot in jedem Fall ausschließlich die direkte Finanzierung erfassen müsse. Danke, ich werde mich bemühen. Dies aus dem Grund, dass es mit vernünftigem Aufwand uns kaum möglich scheint zu prüfen, ob namentlich in ausländischen Aktien angelegtes Geld nicht indirekt der Finanzierung einer verbotenen Tätigkeit dient. Zur ersten Frage. Brauchen wir wirklich eine ausdrückliche Regelung zum Finanzierungsverbot? Wie bereits meine Vorredner ausgeführt haben, das Übereinkommen selber enthält keine solche Bestimmung. Die Forderung in der Schweiz gründet auf der Annahme, dass das geltende Gesetz keine Bestimmung enthalte, welche die Finanzierung verbotener Tätigkeiten untersagt. Wir halten diese Aussage für unzutreffend. Das gesetzliche Verbot der ABC-Waffen und Antipersonenminen, wie es in unserem Kriegsmaterialgesetz festgeschrieben ist, stellt jegliche Form der Unterstützung einer Handlung unter Strafe. Wir kamen zum Schluss, dass Artikel 1 der Konvention des Streumunitionsübereinkommens aufgrund seines breiten Anwendungsbereichs jede Form der Unterstützung von verbotenen Handlungen untersagt. Wir zählen auch Finanzierungshandlungen zu Formen von Unterstützungshandlungen. Entsprechend ziehen wir den Schluss, dass es grundsätzlich keiner zusätzlichen Bestimmung für ein Finanzierungsverbot bedarf. Warum aber haben wir es trotzdem gemacht? Das sind drei Gründe. Das erste ist, wir haben eine breite Konsultation durchgeführt in der Schweiz, in der alle politischen Parteien, Banken, andere Dachverbände der Wirtschaft, NGOs mit einbezogen waren. Auch sämtliche Kantone haben sich dazu geäußert und alle haben sich für ein ausdrückliches Finanzierungsverbot ausgesprochen. Der zweite Grund ist, dass wir erkennen, dass ein Bedürfnis für Transparenz, für Rechtssicherheit besteht. Und drittens nehmen wir den Anlass ernst, für unseren Finanzplatz ein wichtiges Signal zu setzen, ein Instrument bereitzustellen, welches einerseits praktikabel ist und zugleich den humanitären Bedenken effektiv Rechnung trägt.
Aus diesen Gründen hat sich der Bundesrat entschieden, mit seiner Botschaft vom 6. Juni einen Entwurf vorzulegen, der ein ausdrückliches Finanzierungsverbot im Kriegsmaterialgesetz vorgibt. Sie sehen in Ihrer Dokumentation, habe ich einen Auszug aus diesen Gesetzesbestimmungen mitgebracht. Was regeln wir denn? Der neu geschaffene Tatbestand umfasst grundsätzlich jede direkte Finanzierung von Handlungen, welche dem Zweck dienen, verbotenes Kriegsmaterial zu entwickeln, herzustellen oder solches zu erwerben. Ebenfalls vom Verbot erfasst ist die indirekte Finanzierung dieser Handlungen, diese aber nur, wenn sie der Umgehung des Verbotes der direkten Finanzierung dient. Was bedeutet dies für unsere Banken? Für die Banken bedeutet dies die Beibehaltung der bereits geübten Praxis. Wie bereits ausgeführt, gehen wir davon aus, dass im Gesetz bereits eine entsprechende Bestimmung besteht, wenn diese auch nicht ausdrücklich ausformuliert ist. Das Gesetz wird jedoch um die Verbotsbestimmungen zur Streumunition ergänzt, welche neu in den Katalog des verbotenen Kriegsmaterials fallen. Als direkte Finanzierung verstehen wir die unmittelbare Gewährung von Krediten, Darlehen, Schenkungen oder vergleichbaren finanziellen Vorteilen, welche zur Entwicklung, zur Herstellung oder zum Erwerb von verbotenen Kriegsmaterialien dienen. Als indirekte Finanzierung hingegen verstehen wir die Beteiligung an Gesellschaften, welche verbotenes Kriegsmaterial entwickeln, herstellen oder erwerben. Verboten, wie bereits gesagt, ist damit jedoch nur die Umgehung des Verbotes der direkten Finanzierung. Schön kompliziert. Was heißt das nun? Ich gehe davon aus, dass das Verbot der direkten Finanzierung keine Fragen stellt. Aber zur indirekten Finanzierung möchte ich Ihnen gerne zwei Beispiele geben. Eine indirekte Finanzierung würden wir beispielsweise dann als Umgehung des Verbotes qualifizieren, wenn ein Unternehmen, welches aufgrund des Verbotes keinen Kreditgeber für ein bestimmtes Projekt findet, welches der Herstellung oder dem Erwerb von verbotenen Kriegsmaterial dient, stattdessen eine Emission von Beteiligungspapieren durchführt, um das Geld für das Projekt dennoch beschaffen zu können. Ein anderes Beispiel wäre eine Gruppe von Aktivisten, die eine Kriegspartei mit verbotenem Kriegsmaterial unterstützen will, keine Kredite kriegt und zu diesem Zweck eine Gesellschaft gründet, in die sie als Eigenkapital Geld einbringt, um damit verbotenes Kriegsmaterial erwerben zu können. Die Bank macht sich dabei strafbar, wenn sie für sich oder ihre Kunden in den vorstehenden genannten Fällen Beteiligungen erwirbt, mit dem Vorsatz, damit die Entwicklung, Herstellung oder den Erwerb von Streumunition und anderen verbotenen Kriegsmaterialien zu finanzieren. Ich habe gesagt, die Bank macht sich strafbar, wenn sie den Vorsatz hat, ähnlich den Bestimmungen in Belgien und Luxemburg, welche auf die en connaissance de cause, den Wissen und den Willen verweisen, stellt auch die Schweiz den Tatbestand nur dann unter die Strafbarkeit, wenn die Tat vorsätzlich begangen wird. Dies in Anlehnung auch an die Gesetzgebung zur Terrorismusfinanzierung. Der Grund für diese strenge Ausgestaltung, sie beschränkt sich lediglich auf den direkten Vorsatz und lässt den Eventualvorsatz aus. Das heißt, jemand, der eine Tat lediglich in Kauf nimmt, macht sich nicht strafbar, ist, dass wir finden, dass die Finanzierung an sich ist eine wertneutrale und grundsätzlich nicht kriminalisierte Handlung. Der zweite Punkt ist, dass wir, wenn wir bei der Finanzierung ansetzen, eine Vorverlagerung der Strafbarkeit behandeln, weil schlussendlich wurde das Streumunitionsübereinkommen verabschiedet, nicht um das Problem der Finanzierung anzugehen, sondern um den Einsatz dieser Waffen analysieren zu können, welche humanitäre enorme Folgen nach sich zieht. Aus diesem Grund stellen wir an dem Wissen und dem Willen des Täters eine erhöhte Anforderung. Die Schweiz ist bemüht, in Zusammenarbeit mit den Banken, mit anderen Staaten, einen Dialog zu pflegen und Guidelines zu erarbeiten, welche auf breiter Basis einen Konsens finden sollten. Wir begrüßen auch die Initiative von Belgien und Luxemburg im Rahmen der EU, eine entsprechende Diskussion anzuheben, und danke Ihnen auch für diesen Anlass. Ich finde dies einen sehr wichtigen.
austauscht und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.